So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. Stadt läuft nicht, aber das wird schon kommen. Früher oder später kriegen wir es. Das klappt schon. So, was ist denn hier? Mittlere Prio. Guck mal hier, Vollgas voraus. Machen die Hütten fertig. Das hier auch. Das hier auch. Hohe Priorität. Und das hier? Ja, weiß ich nicht. Kann ruhig mitlaufen. Was haben wir denn hier hinten? Fnuschballplatz. Normalerweise ist der doch ziemlich schnell gebaut. Das ist doch eigentlich ratzifatzi, dann ist das Ding fertig. Da ist überhaupt kein Problem. Was ist denn hier? Umspannen wäre ich. Aber ich meine, Strom ist ja da, ne? Oder nicht? Doch, Strom ist da. Wärme ist auch da. Ach, weißt du was? Die haben das so gut. Weiß gar nicht, warum die haben. Abwassertank ist überfüllt. Das ist aber jetzt doof. Warum ist der. Warum ist der denn überfüllt? Weil er gar nicht fertig ist, ne? Jetzt aber. Die Soße läuft ab jetzt. Ja, siehst du, wunderbar. So. Das ist der für wohin? Das ist der drüben hin. Warte mal, fehlt da ein Stück? Da fehlt ein Stück tatsächlich. Du glaubst das nicht. Das ist ja nicht wahr. Alter Freund. Kleine Baupanne. Ich meine, kann ja passieren. Wir sind auch nur, ne? So, reiß das mal ab. War ein Röhrchen reinbauen, war. Ich glaube, das ist gar nicht mehr schlecht. Ja, das ist zu groß. Ist auch so ein, ist das so ein mickrig kleines nur? Na gut, immerhin. Ja, nun fang mal nicht an hier. So, jetzt sieht gut aus, ne? Gut. So. Das bauen wir auf und ist jetzt fertig. So. Jetzt müsste das gut sein, ne? Oder? So, wunderschön. Ah, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Danny, was schreibst du? Schau mal deine Zufriedenheit an. Können wir machen. Zufrieden. 38%. Juhu. Läuft doch. So. Dürfen wir am Start sowieso nicht drauf gucken. Ganz schlimm. Kind gestorben, 35%. Keine Kleidung bekommen, 4,1%. Konnten nicht ins Krankenhaus besuchen, 4%. Kein Fleisch bekommen, 3%. Leute, das reicht doch mal am Riemen jetzt. Ändert der Zufriedenheit plus 0,25%. Immerhin etwas. Na gut, was sollst du sonst machen? Ja, ich meine, so ist das immer. Am Anfang ist das immer alles hobbelig und das klappt einfach nicht. Und das wissen wir alle selber, wie das so ist. Ne? Baust in eine neue Stadt, ist das sowas von schwierig. Da darfst du gar nicht so hingucken. Obwohl, da ist genug da ist. Wir haben nicht genug Leute, ne? Diese, was sind das hier? Wie viel sind denn die Arbeit? Wie viel haben wir denn in Arbeit? Arbeit im produktiven Alter. Babys, 17. Kleinkinder, noch bei Mutti-Wohner. Keine Autobesitzer, mal sehen, wie haben wir denn davon? Keinen. Arbeit im produktiven Alter. Aber da hast du ja auch einen Arsch voll, der will nicht, ne? Die sind gerade so ein bisschen... Bö. Aber eigentlich doch, ne? Das ist eigentlich doch, ne? Also ist ja doch, ne? Ja, stimmt. Wo sollen die Bürger hin? Das werde ich Ihnen garantiert nicht verraten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Kommt das gar nicht. So, ist hier schon Müll drin? Tatsächlich, 0,44 Tonnen. Das ist ja der Hammer. Immerhin. So, aber die Gebäude werden auch gebaut. Dann haben wir auf jeden Fall wieder mehr Leute. Weil die Leute, die verteilen sich. Die verschwinden sozusagen in der Stadt. Ne? Da sind ein paar, da sind ein paar, da sind ein paar. Also die ganzen Gebäude, die wir haben, die werden erstmal befüllt mit den Herrschaften. Bevor das hier, zum Beispiel das, bevor das richtig voll ist, sind die schon irgendwo anders. Die werden jetzt nicht unbedingt, die werden nicht unbedingt mit dem Bus fahren jetzt, weil das ist ja, die Stadt muss erstmal bevölkert werden. Und es ist ja auch so, die rennen ja auch hier hin zum Arbeiten. Das ist ja, guck mal hier, da, erlaubte Arbeit außerhalb von 50 Stück. Wie sind denn da jetzt? Zwei. Oh ja, da schon mal. Stehen wir hier rum. Da ist auch einer, der rumsteht. Ne, zwei. Was rede ich denn da? Nicht? Hier oben, da ist keiner. Das wäre doch gelacht. Drei stehen hier rum. Guck mal hier, also das ist ja auch so, die versuchen hier mitzuhelfen, ne? Dass die Stadt sozusagen ins Leben, zum Leben erweckt wird. So. Was haben wir hier? 11. Zwei von unseren. Zwei Unsinn. So, aber das kommt ja hier, ne? Die werden sich da einfügen, sozusagen. Warte mal, das kann gar nicht gebaut werden, weil da kein Fußweg ist. Das ist, glaube ich, ein Problem. Kriegen wir auch mal hin. Das ist aber nicht das Problem, ne? Ein Fußweg hier zu bauen, das ist also sowas. Da haben wir schon ganz andere Sachen nicht hingekriegt. Probiert das nicht. Aber das geht. So, pupp. Kann auch gebaut werden, Freunde. Siehst du, guck mal hier, der, ne? Der ist fertig. Wegen Schlechtwetter geschlossen. Was? Leute, da einmal mit Schneeschieber rüber, das ist gut. Eine Runde Salz drauf. Ist auch gut für die Wunde. Falls ihr fallen solltet, ist schon alles gut. Zufriedenheit der Bürger ist niedrig. Ach du Himmel, das war schlecht.
Welches Gebäude das wohl ist, wa? Ich glaube, ich guck mal gucken, ob wir es finden. Ah, das ist dieses hier. Na, guck mal an. Ja, siehst du wohl. Was macht man da? 44%. 44. Mal gucken, ob das besser wird. Müsste, sollte besser werden. Sollte besser werden. So, hier wird produziert, ne? So, ist ja noch Kohle. Ach, guck mal, Kohle ist ja da. Wunderbar. So viel Kohle braucht er auch gar nicht, ne? So viel Kohle braucht er auch gar nicht. Sagt er einfach so. So, und wir bauen hier noch ein Bauamt hin, ne? Ich glaube, noch ein Bauamt wäre schon gar nicht verkehrt. Wir haben gerade gesagt, so viel brauchen wir gar nicht. Das ist Blödsinn. Na doch, wir brauchen es doch. Irgendwie brauchen wir es doch. Wir brauchen ein Bauamt. Und zwar ein großes. Und dieses hier. Und das passt hier nicht rein, wenn der Zoo wieder zu voll gepaukelt hat. Nee, es geht doch. So, dahin. Können wir es auch gerade bauen? Ich meine, dieses Ding mit gerade, ne? Ich meine, das ist doch schief gerade. Das passt doch. Das ist ein wunderschönes Schiefgerade, das nehmen wir so. So. Noch ein Bauamt mehr. So, jetzt hätte ich gerne das kopiert gehabt, dass das gelaufen hätte, dass wir sagen, hier, die gleichen Fahrzeuge da nochmal rein, wuppi, und dann geht das los. Aber das funktioniert wieder nicht. Wir wissen, das geht nicht. So. Was kostet uns der Spaß? 15.000 Rubel. Wir haben ja genug Geld, ne? Wir können doch mal was ausgeben. Aber andersrum, wir dürfen auch nicht so, wir müssen aufpassen, weil wir haben noch keine Einnahmen. Wir haben null Einnahmen. Null, nothing, gar nichts. Das ist sozusagen, ne? Das ist so wenig, das kribbelt noch nicht mal an den Füßen. Das ist ganz, ganz wenig. So, bau das mal fertig. Dann können wir hier das nächste Bauamt nämlich anschmeißen. Damit die mal richtig in den Sprung kommen. Aber ich glaube andersrum, das bringt ja aber auch nichts, ne? Wenn wir keinen Stahl im Lager haben, ist das alles für einen Eimer, ne? Stahl und Platten, das muss ins Lager rein. Wo kommen wir denn? Wir brauchen noch Fahrzeuge. Ja, was machen wir denn da? Verteilbüro. Wenn wir hier noch drei... Pass mal, wir kaufen hier nochmal... Die sollen auch nochmal fahren. Offener LKW, was haben wir denn? 62 läuft er nur. Das ist ja furchtbar. Andersrum, der kann schneller, ne? Offener? Ach, warum nur 62? Was ist denn hier im Westen? Ist da... Oh, Gottes Willen, brauchen wir gar nicht gucken. Wir müssen den nehmen. Nützt alles nichts. So, 3, 4, Pause. So, jetzt wollen wir nämlich nochmal beladen mit Stahl und Platten. So, und die sollen dort abgeliefert werden. Ja, plus da. Laderampe abladen. Und zwar Stahl und Platten. Lagerprozentsatz 50%. What? Ich weiß gar nicht, was ich angegeben habe. Keine Ahnung. Fahr mal was hin. Ne, was da ist, ist da. Was haben wir denn hier drin? Was haben wir hier denn? Stahl? Ist da Stahl drin oder was? Bretter? Bretter und Stahl. 72 Tonnen. Immerhin, fahr hin. Fahr hin, 30 Tonnen ist, macht nichts. So. Gib Gas, Freunde. Hühot. Auf das hier, ne? Gummi muss brennen. So. Weil, wenn der Rohstoff nicht da ist, kann auch das Rest nicht gebaut werden. Das ist ein bisschen schwierig. Alter, was ist hier denn los? Wir sind gerade erst ein paar Monate alt und haben schon Stau hier. Das ist ja nicht zu fassen. Warte mal, wir machen mal hier Ampel. Wir machen mal die Ampelkoalition hier. So, läuft schon. Siehst du? Ha, siehst du, alles gut. Ach, ne, hier. Vollgas voraus, bis auf der Tank bloß leer wird und dann dreht er nachher mittendrin um. Ich kenne das. So, da sind sie hin. Haben wir hier schon was geregelt? Oh, haben wir schon. Ich glaub's noch nicht. So. Jetzt können wir mal gucken und sagen, hier, pass mal auf, kopieren wir den ganzen Döselkram dahin. Das ist schon mal... So, das ist einmal der hier. Jetzt würde ich am liebsten auch die Fahrzeuge einmal kopieren. Das wäre noch, mal ein Burner. Das wäre nochmal richtig cool. Aufträge werden mit Quietschenreifen bearbeitet. Natürlich. Hier wird nur, ne, lass die rasen. So, wir brauchen Fahrzeuge. Und zwar, wir fangen mal wieder oben an. Abgedeckte Ladefläche. Zwei den da. Wir bauen das mal so nach. Das sind... Ich weiß gar nicht, ob wir so viele brauchen. Flachbettgeschichten. Offene. Ich glaube, zwei reichen eigentlich, ne? Ich glaube, zwei Stück normalerweise langen die.
Na gut, das sind Bretter, das sind Platten. Stahl ist auch noch zu fahren, ne? So, machen wir so. So, Bagger. Ich habe den hier, ne? 2 Adia. Planierraube. 2. Betonmischer. 4. Straßenkran. Den hier, ne? Oder was ist mit dem hier? 23, 26, den hier. Ein Dorf von. Bus, Straßenwalze, nein. Holz, Turmkran. Den hier. Den hatten wir, ne? 1, 2. Kipper hatten wir. 4 und 2 Busse, ne? So, 2 Busse. Siehst du wohl. Ach, schön. Die Quelle der Arbeit ist leer. Mann, sag sowas nicht. Vier Babys. Guck mal einer an, du. Hier schon. 17. 82. Schüler auf dem Schulhof. Abwassertank ist überfüllt. Warum ist der denn überfüllt? Haben wir irgendwas vergessen? Warum kommt denn da nichts an? Weil das Ding noch gar nicht gebaut ist. Mann. Nun muss das mal gehen. So, jetzt muss er mit der Schule laufen hier. Jawohl. Siehste wohl. Nun läuft der, ne? Hier genauso. Sorry, hier läuft es jetzt auch. Das läuft jetzt langsam. Zwar sind die auch am Quaken, aber ich meine, die müssen was zu meckern haben. Ne? Sonst ist es nicht. Nee. Hier, das ist typisch, ne? 37 Leute vor dem Laden und 2 im Laden. Hier ist ein kleiner Laden. Die Waren sind noch nicht alle da. Was willst du machen? Sag mal, warum wird das nicht übergeladen? Warum? Was ist hier los? Warum? Wo ist der Haken? So, jetzt darf mal gerne einer in den Kommentaren was reinschreiben. Wo ist der Haken? Das Lager ist voll. Die Verbindung ist geschaffen. Die ist da. Das Lager ist voll. Die Verbindung ist da. Hier ist nichts drin. Warum nicht? Ist da wieder irgendwo der Wurm drin oder was ist los? Oder liegt das hier an der Verbindung? Dass wir die nochmal wegreißen müssen und nochmal neu bauen müssen? Vielleicht läuft es denn? Das Lager leert sich langsam, echt jetzt? Wir starren gebannt auf die Essensration. 3284. 3284. 3284. Was ist los? Wir starren da gebannt hin. Ach, guck, was ist denn das hier, Weiber? Jetzt ist da was drin. Okay, dann funktioniert ja. Das muss erstmal leer werden, bevor die überhaupt. Okay, alles klar. Ja, ist gut. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe gar nichts. Aber es hätte ja wieder sein können, ne? Hätte ja wieder sein können, dass er sich wieder irgendwo verschluckt hätte und sagt: Ey, was. Oh, schon. Also, ne? Also, ne, weiß Bescheid. Deswegen. Gut. Gut, also klar. Essen ist da. Die können hin. Es ist klar, wir haben noch zu wenig Leute. Das ist einer. Die fahren nur mit Hubwagen auf der Verbindung. Ja, die rauschen da so hin und her, ne? Sackkarre. Die gute alte Sackkarre. So. Was ist hier los? Sind die alle am Tanken oder was? Die sind alle am Tanken, glaube ich, ne? Weil das würde mich jetzt schwierig wundern, wenn die unterwegs sind und die alle hier warten, dass der Kaffee durch ist. So, aber warte mal, wo ist denn hier? Ich muss mal gucken, da. Aber guck mal hier, da ist doch hier, ne? Die reißen da sozusagen die Leute aus den Fingern. Die haben nicht mehr Gelegenheit, das hierher zu fahren, ne? Die wird auf halbem Wege denn, ne? Ja, dreh dich mit den Hubwagen rum, wir brauchen, komm hier, zack, zack.
Aber das ist ja schon mal gut. So. Hier oben wird gebaut. Müll füllt sich langsam. 0,09. Alter Freund, seht zu, dass es fertig wird. So, das hier oben ist immer wichtiger. Das muss erstmal hier, ne? Also guck mal hier. 80% fertig. 75. 80 ist gar nicht mal schlecht. Was ist denn, was kostet denn 80? 4000. Das ist auch gut. So. Ich hatte aber gesagt, wir wollten doch unbedingt mit dem Öl, Quatsch, mit dem Kies raus aus der Erde holen und so, ne? Und Kohle, ne? Ich bin gerade ganz stolz auf unsere Stadt, mal ganz eben. Weil die Straßen sind clean. Die haben genug. Guck mal hier, die Straßen sind sauber. Die können fahren. Die können alle fahren. Mann, doch. Kommt genug Wärme an. Klaro. Da, ne? Haben wir kein Essen bekommen, kein Fleisch, Kultur genießen, Kirche, Ort, hast. Kirche haben wir gar nicht, das stimmt. Aber Kirche ist schwierig zu kriegen, ne? Sport, Krankenhaus. Wieso? Krankenhaus direkt gegenüber, Mann. Das ist genau da. Achso, die warten, dass sie behandelt werden. Das ist aber normal. Das haben wir aber auch im V-Live, ne? 3 werden behandelt, 15 Mann sitzen im Wartezimmer und warten. Das ist aber normal, ne? Und das ist auch egal, was du hast. Ob das nur ein Schnupfen ist oder ein abes Bein. Spielt keine Rolle, du musst warten. So. Ja, da fehlen Leute, ne? Ist klar, logisch. Uns fehlen Leute. Sobald die nächste Hütte fertig ist, kommen dann nochmal neue, ne? Das muss so. Ja, genau, das muss so. Sekunde. So, wo waren wir stehen blieben? Warte mal, so, das ist, wie gesagt, wenn die Hütte fertig ist, dann haben wir genug Leute, oder genug, also auf jeden Fall mehr. Als, ne? So, hier ist auch schön, das funktioniert, wir haben natürlich keinen Stahl im Lager, keine Platten im Lager, aber ich meine, das ist normal, ne? Wir bauen ja auch viel, und jetzt muss ja auch viel rangeschafft werden, das ist das Problem. Was willst du denn machen? Ich würde sagen, machst du nichts, ne? Und sobald wir die Eisenbahn haben, ne? Sobald wir die haben, das dauert aber ein bisschen. Wir können die noch nicht gleich und ne, das ist eigentlich nicht. Geht nicht. Ich weiß zu viel. Wo denn? Wo sind denn nicht zufrieden? Ach da! Da ja, das ist ja. 40%! 39! Oh. Ja, ist ja auch klar, dass sie nicht zufrieden sind. Ich meine, guck mal, wo die wohnen. Da wird gebaut und da wird gebaut. Ich glaube, die sind nicht so fröhlich. Ich glaube nicht. Ne? Wenn die morgens um 5 schon aus dem Bett geschmissen werden, weil die Leute schon hier mal arbeiten sind, ich meine, ne? Das will ja keiner, ne? Das ist klar, dass sie sich da nicht wohlfühlen. Würde ich auch nicht. So. Wir lassen sie mal rennen. 310 Leute haben wir. Was? 310? Wo kommen die denn her? Ach, das sind, glaube ich, auch die Ausländischen, wenn es mitgezählt, ne? Die wir von außerhalb kriegen. Die werden, glaube ich, mitgezählt, ne? Ich glaube, so sieht's aus. So. Ich find's schön, wenn alles wuselt und bebaut wird. Schneehals. Es ist auf mein Ding, ne? Ich mag das so unheimlich gerne zuschauen, wenn die am Wühlen sind. Ich mag das auch total. Ich finde das cool. Das hat so diesen, weiß nicht, man erschafft was, ne? Aus dem Nichts. So, jetzt wird langsam wieder hell, ne? Ich finde, die Map ist schön, ne? Die hat was. Die hat echt was. Und noch keine Stromschwankungen. Auch das ist schön. Lastenbereitstellung 89%. Der läuft schon fast am Limit. Am Limit läuft er schon fast.
Wo ist denn der andere? Nehmen wir haben einen mehr, ne? Wenn ich jetzt wüsste, wo der da ist, leider. 73%, 37%. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Das ist großartig. So, pass mal auf. Das wird gebaut. Wie weit sind wir hier? 94%. Die sind bald groß. Bald sind sie da. Bald können sie loslegen. So, und jetzt wird auf jeden Fall richtig Stahl und hier Platten hier rangeschleppt. Und unser Einkommen, das sinkt und wird mal kleiner. Und auf jeden Fall, wie gesagt, nächste Folge müssen wir anfangen. Wir müssen hier unbedingt anfangen, hier unsere Kohle rauszuwühlen. Damit wir hier, wie gesagt, ja, Kohle rankriegen, Geld, ne? Damit wir langsam ein bisschen was verdienen. Guck mal, hier ist wunderschön. Hier ist er da. Irgendwo hier. Hier ist nichts, ne? Das ist irgendwo hier. Ist das echt nur das kleine Ding hier in der Mitte? Mehr war es nicht, aber immerhin. Warte, war das nicht mehr? Hol nur auf, Mensch. Kohle. Tatsächlich nur ein kleiner Fleck. Da hinten ist mehr. Ah, das ist zu weit weg. Wir nutzen den hier. Was wir haben, das holen wir hier raus. Nee, ich spiele immer noch nicht mit Forschung. Schneehals, immer noch nicht. Warte mal, wie machen wir das denn jetzt hier? Dreh. Den können wir normalerweise mit einbauen. Kohlemine. 4,2 Tonnen Kohle pro Arbeiter. 220 Leute. Alter Verwalter, da brauchen wir dann wirklich ja schon Leute. Die hier noch so tun, als ob sie was machen. Wo ist denn der... Weil ich will ja auch gerne da Kies mit rauskriegen, ne? Aber das hier, 37, 39, 70, kriegen wir 70 raus. Och komm, bitte. 69 ist Maximum, mehr geht nicht. So, pass mal auf, dann drehen wir den mal so rum. Dahin, ne? Ich glaube... Alter, Freund, so in die Richtung. So. Da haben wir den. Jetzt bräuchten wir da ein Lager für. Schüttgutlager. Und zwar 200.000. 5.000. Ich weiß gar nicht, ob wir so groß brauchen. 57, 59, den so rennen, ne? 29 Tonnen Stahl. 2,5. 34 Tonnen. 9. Warum? Der braucht ja viel Stahl. Der ist viel billiger. Den hier. Den nehmen wir. Ja, ich würde sagen, das machen wir. Das ist, ja, ich denke auch. Ne? So ist schön. Das war wieder halb zwischendrin gar, ne? So, warte mal, so rum. So rum. Oder so. Das ist schwierig zu sehen. Den nehmen wir mal damit hin. Dann haben wir die verbunden. Der baut doch nicht gleich, ne? Nee, alles klar. Oh Gott, ich habe mich gerade erschrocken. Weil wir wollen jetzt nur die Kohle hier rauskriegen. Wir wollen das ja nicht. Wir wollen hier ja nicht, dass nur die Leute hier hochkommen. Wir wollen hier nichts produzieren. Also hier hinten nicht. Also, ne? Das ist zu weit. Da die Kohle raus. Man könnte auch die Kohleverarbeitung hier mit herbauen, ne? Das würde ja auch funktionieren, oder nicht? Nur mal auf mittelschnell. Wie wäre das schon wieder dunkel? Ohne Mist. Das war doch gerade mal erst hell. Ach Mensch, was ist denn los? So. sollen wir die Produktion hier hinten mit herbauen? Oder sollen wir sagen, wir ziehen das Ganze hier oben mit her? Das wird nachher zu knapp, ne? Ich glaube, wir machen das hier unten. Genauso mit die Laufwege. Hier oben wäre. Also sind wir aber schon, haben wir Schwein gehabt, ne? Dass das so weit draußen ist. Den Kies hätte ich auch hier oben gerne. Ich hätte oben auch irgendwo den Kies gerne rausgeholt. Aus der Erde. Aber warte mal, Kies war doch anders, ne? Kies war doch. Ich hole mir Kies selber. Da brauchst du nichts tun. Ne, das läuft ohne Leute, ne? Wo ist denn hier? Das geht ohne, ne? Das geht ohne, weil das ging ohne. So war das. Irgendwie sowas war es, ne? So, da. Wo haben wir denn hier? Da vorne ist ein Flöz. Nö. Das müssten wir aber, glaube ich, ein bisschen abflachen, ne? Sonst ist das schwierig ranzukommen, glaube ich. Und das Doofe ist jetzt... Ja, geht ohne. Brauchst nur Bagger dafür. Red One Six. Vielen Dank dafür. Das war ja das, was ich letztes Mal so ein bisschen... Ne? Weil wir spielen jetzt ja nur
mit ohne Mods. Wir spielen mit ohne Mods. Mal sehen, wie weit wir das schaffen. Ohne mit ohne, ne? Ich glaube, das ist nachher, wenn die Stadt größer wird, wenn wir da mehr Leute drin haben, dass wir sagen, ey, jetzt wollen wir aber gerne den Arc de Triomphe zum Beispiel gebaut haben. Solche Spezialbauten, ne? Das können wir nachher mit machen, ne? Und Tankstelle in der Nähe, weil die tanken fahren. Jawohl, ja. Kriegen wir alles hin? Wir müssen erstmal hier so ein bisschen... Wir plötten mal so ein bisschen hier in den Kram. Das geht sogar. Wir haben sogar Leute hier. Du glaubst das ja nicht. Warte mal, ich muss mal gucken. Wo ist denn hier der... Da. Krieg ich das ein bisschen abgeflacht? Mach das mal gerade. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Ich hätte ihn gerne hier so reingebaut, ne? Irgendwie, ja, so wäre ganz, ganz cool. Jetzt weiß ich nicht, was passt. Wie haut das hin? Haute, haute, haute. Ja, da kommen wir Sachen schon näher. 43% ist natürlich jetzt nicht so... Hier oben ist echt das. Hier ist eine ganze Menge drin, ne? Aber kriegen wir nicht hin, ne? Benötigt Flachs Gelände. 32. Wir müssen noch mehr. Kostet uns ja nichts. Wir können ja noch ein bisschen rumhasen mit dem Kram. Wir bauen hier ein bisschen... Wir plätten den Berg so ein bisschen, weil wir müssen hier an den guten Kram ran. Und so viele Bagger haben wir ja auch nicht. Also dauert das ein bisschen. Wir müssen hier unsere Kiesgrube sozusagen, die müssen wir hier erstmal bauen. So, schaufelt mal, kostet uns ja nichts, ist alles gratis. So, wie sieht's aus? Die Sache ist schon ganz cool. Wir haben 63%. Sehr gut. Ich würde sagen, den nehmen wir so, ne? Kriegen wir den so raus? Das wird schwierig, glaube ich, mit dem Förderband. Gut, ach, das Förderband ist vorne durch, ne? Bei der Stockholm, was willst du mehr? Machen wir gerade. Da, 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 da. Passt hin. So, jetzt muss bloß die Straße nicht mehr probiert werden. Dann nehmen wir mal die schmutzige Straße. Jawohl. So wird die Sache doch. Ne? So ist schön. Zack. Das haben wir. Jetzt müssen wir den Bruchstein irgendwie belagern. Schüttbuttlager. Schüttbeladung. Was ist das denn hier? Wo war denn das jetzt hier? Hier war's. Ne? Warte. Das war doch gerade da. Da. Was nehmen wir denn da? Kies. So einen, ne? So einer. Warum willst du da nicht ran? Weil 100 pro die Straße im Weg ist, ne? Natürlich ist die Straße im Weg. Was rede ich denn da sonst? Natürlich ist die Straße im Weg. Wie kriegen wir denn da? Wir kriegen die beiden gar nicht... Also ich weiß mal, hier muss ja sowieso nichts hin. Das spielt ja keine Rolex. So, warte mal, ich baue die mal hier hin. So, ich baue die mal da hin. Kriege ich da auch eine Verbindung hin? Das wäre ganz cool. Förderband. Andere Struktur ist im Weg. Nein, meine Güte, das ist die Straße. Oder was? Höchstwahrscheinlich. Ein Förderturm dazwischen. Muss da ein Förderturm zwischen? Wo ist denn da? Ja, jetzt frage ich mich einmal eine ganz kleine Sache. Warum ist... Das ist alles wunderschön. Ach, hier, warte mal. Schüttgutüberführung. Da ist so ein Teil. Guck mal hier. Ach, das ist sowas doch nicht. Hör doch auf. Hör doch auf. Das ist die Straße. Das ist die Straße, die da im Weg ist. Das ist ganz cool. Was mich aber jetzt... Warum haben wir nicht so einen zum Beispiel hier? So, das ist ein Förderer einfach nur. Hier, komm, geradeaus weiter. Gib Gas. Mach hinne. Jetzt weiß ich aber nicht, warum das nicht geht. Aber wenn ich jetzt die Straße wegnehme... Wir nehmen mal die Straße weg. Jetzt passt es nämlich. Wuppi, passt doch. Nur müsste das ohne Förderband funktionieren. Das müsste ohne Förderband reingehen. Das ist überhaupt kein Problem. Das haben wir bei der anderen Sache auch gemacht. Das ist hier genauso. Das müsste auch funktionieren. Nachher über weitere Wege und sowas. Das ist eine andere Geschichte. Das müsste gehen. Jetzt haben wir die Straße noch. Das ist nämlich das. Wir waren noch hier raus. Aber der fängt ja sofort an zu quaken, ne? Sofort an zu meckern und sagen, so will ich das nicht haben. So, das haben wir.
Da wird die Kohle gefördert, da müssen ja sowieso Leute hinkarren, ganz klar. Damit das ein bisschen, weiß ich nicht, wie wir das am besten machen sollen. Was haben wir denn für die Kohle? Da nicht, da muss ich hin. Das Kieswerk. Was haben wir hier? 15 Leute, 5 Leute, 27, das sind, ne? Das große Kieswerk. So, da ist ran und da ist raus. Straße ist auf der anderen Seite. Irgendwie müsste ich die Leute auch da hinbekommen, ne? Das wäre mal ganz goldig. Jetzt die Frage, wie wir das am besten hinkriegen. Wie wir da am besten das alles verbinden. Weil da muss ja auch ein Bus hinfahren und hast du nicht gesehen. Und ach, weißt du Gottes Willen. Komm, dann nehmen wir kurz raus. Von da aus. Das ist ein weiter langer Weg. Aber da brauchen wir Leute für. Da brauchen wir keine für, theoretisch. Wir können wohl, wenn wir wollen, aber ne, haben wir nicht. Denn, ach, warte mal. Hier ist eine Straße. Wie läuft das mit der Straße? Da ist ein Förderband, ne? Ist aber zwischen, höchstwahrscheinlich. So, da können wir hier an der Seite vorbei. Hier durch. Und das dann alles hier hinbauen. Ja, ist das vorteilhaft oder nicht? Ich meine, das ist ja... Also die Kohle hier, die wir hier rausholen, ne? Das ist ja nicht viel Fett. Für Fett ist hier oben. Da ist richtig viel Kohle. Ich mache mal ein bisschen größer. Man sieht's, ne? Hier ist nicht viel. Da ist ein bisschen, also wesentlich mehr. Da ist auch nochmal ein richtig dicker Flöz hier. Hier ist ein Vulkan. Da wird's gefährlich. Da sollen wir nicht hin. Da rüttelt und schüttelt das. Ach, Himmel. Hallo, hallo. Vorsicht, Vorsicht. Bloß nicht so, ne? Sonst wird man ganz wild und schlecht. So. Aber, ne? Das müssen wir weitermachen. Müssen wir das mal raus. Was haben wir gerade? Wie weit sind wir denn hier? Oh, das ist die nächste Hütte ist auch fertig. So, 228 wohnen hier schon. Guck mal hier. Ah, die sind immer noch am Meckern, ne? Ja, natürlich. Aber es wird weniger, ne? Wegen Essen ist das schon... Es ist wesentlich weniger geworden. Ne? Also das ist schon super. So, aber die Zeit ist wieder durch. Die Folge ist zu Ende. Sag ich mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.